ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Ich habe heute wieder ein leckeres Gemüserezept für euch. Es ist wirklich oberlecker geworden und zeige euch die Zutaten dazu. Ich habe einen Blumenkohl, den werde ich erstmal in Röschen schneiden. Ich habe den Blumenkohl in Röschen geschnitten und werde es in Salzwasser kochen. Ich habe so ungefähr 150 Gramm Walnusskerne. Dann habe ich 3 Zehen Knoblauch, Salz und Saft einer halben Zitrone. Die Walnusskerne werden grob gehackt und Knoblauch zerdrückt. Die Walnusskerne gebe ich jetzt in eine Pfanne hinein. Gebe ein bisschen Salz darüber. Saft einer halben Zitrone und den Knoblauch. Das werde ich jetzt miteinander vermischen und anrösten. Ich werde den Blumenkohl jetzt ein bisschen würzen. Ich gebe ein bisschen Salz darüber, ein bisschen rote Paprikapulver, Chilipulver und getrockneten Thymian und vermische das einmal. Jetzt werde ich das anrichten. Ich werde den Blumenkohl auf einen Servierteller geben und darüber kommen dann die Walnüsse. Und gebe jetzt die Walnüsse darüber. Ich werde jetzt die Walnüsse, die ich angeröstet habe, in eine Küchenmaschine hineingeben. Gebe so ungefähr 3 bis 4 Esslöffel Paniermehl hinein und gebe Joghurt hinein und werde das Ganze pürieren. Ich werde noch ein bisschen Joghurt hineingeben. Das ist richtig lecker geworden. Ich habe dann noch ein bisschen Joghurt hineingegeben, damit mein Dip auch nicht so dickflüssig wird. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.